Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Cora Island. So ein wunderschönes Spiel, sorry. Ja. Das ist ein süßer Hase. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alles schon erlebt hier, oder? Der Hühnerkampf. Kann ich den nochmal probieren? Nein, hier. Nein, das geht nicht mehr. Das geht auch nur einmal. Okay, das wird schwierig. So, das Rodeo. Ist hier sonst noch irgendwas? Das Reiten kann ich ja auch nicht, weil ich kein Pferd habe. Sonst ist hier wirklich nichts mehr. Das Huhn da. Oh. Okay. Dann gehe ich mal. Ja. Das Fest verlassen. Und es ist Abend. Schön. Ein ganzer Tag einfach vorbei. Bei so viel Spaß vergeht die Zeit wie im Flug. Und wird das Heu hier automatisch die ganze Zeit aufgefüllt? Das ist ja richtig gut. Okay. Sind die Hühner immer noch draußen? Geht rein. Ist kalt. Nein? Okay. Dauert das so lang, bis das weggeht? Ah, die Tiere fressen draußen, deswegen. Ah, okay. Verstehe. Das ergibt natürlich... Ich habe jetzt das Essen geschenkt bekommen. Ist das gut? Gutes Essen? Oh, ja. Die zwei sind okay, aber das ist richtig gut. Okay, dann zur hierhin zur Göttin. So, jetzt fehlen hier noch zwei. Hä? Also ich dachte ganz kurz, das ist doch der Motte. Was ist das? Atlasspinner. Okay. Kurzflügel. Flügler. Okay. Brauche ich sonst noch hier? Nö. Hier brauche ich ja auch nichts. Also keine Eier oder so. Hier kann ich noch nicht ran. Kriege ich was von dir? Möchtest du mit der Göttin... Ja? Göttin, was geht ab? Göttin hat heute nichts mehr zu sagen. Okay. Ciao. So einfach geht's. Ab nach Hause. Ins Bett. Hm.
Das behalte ich mal. Habe ich jetzt irgendwas verbessert? Nein. Es. The story of my life. Ich will etwas verbessern und es wird nicht verbessert. Natürlich. Sonnenschein, leicht bewölkt. Traumhaftes Wetter. Ach, geht das? Salzeier? Brauche ich dafür nicht Salz? Besuche Tierfest. 40 Punkte. Gewinne Retro-Minispiel. 100 Punkte. Okay. Wahrscheinlich alles hier gießen. Immer noch mit der alten, ollen Gießkanne. Wieso sind die Sonnenblumen noch nicht fertig? Ich reiche eine Beschwerde ein. Okay, Beschwerde kam zurück. Ah, ja. Ich sollte nicht immer mein Handy hier... So, sollte ich vielleicht im Stream ausmachen. Aber kein Salz, okay. Das ist doch jetzt Ariel, oder? Ich kenne die ganzen Disney-Filme. Also kriegt man bei dem Spiel keine rechtlichen Probleme wegen Copyright und so? Weil es klingt halt sehr nach Ariel. Ja, sehr ähnlich, ja. Es ist hier bewusst so gewählt worden. Ja, jetzt nicht mehr, aber so immer so kurz drin klingt das halt unfassbar wie so, ja, Disney-Filme, die ich kenne. Und das jetzt halt Ariel. Flashbacks. Aber ich will die Musik von Timon und Pumba, die ist besser. Die ist aber auch nicht schlecht. So. Alles mitnehmen. Das lasse ich mal. Ja. Was mache ich jetzt mit dem Zeug noch? Ja, wir gehen ins Meer. Nein, wir gehen zum 100. Mal zum Schmied. Weil jetzt habe ich genug Geld, auf jeden Fall, um was zu verbessern. Habe ich Holz mit? Ja, habe ich. Das geht. Schön trainieren, Leute. Ja. Sogar der Hund macht mit.
Oder genießt einfach die Sonne. Okay. Chef, bist du da? Elf Uhr? Das ist gerade ein Bug, oder? Das war jetzt ein Bug, oder? Ja. Das sollte jetzt eigentlich nicht funktionieren, dass ich einfach Werkzeug aufgebe zum Ausbauen. Hier, was ist jetzt los? Ja, Bürgermeister. Was wollen wir denn heute wieder beanstanden? Wir wollen nun nicht gegen die Regeln der Stadt verstoßen. Ah, ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich weiß Bescheid, Herr Bürgermeister. Wir wollen ganz sicher keine Unruhe stiften unter die Kinder, Sam. Ich spreche das nicht gerne an, aber Vogelscheuchen als Deko? Echt jetzt, Sam? Was hat er denn? Vogelscheuchen sind cool. Die Stadt wird sind sie irgendwie fehl am Platz? Nein, finde ich nicht. Jetzt halt genau vors schwarze Brett eine Vogelscheuche zu stellen, ist doof. Das verstehe ich. Aber wieso hat er jetzt was dagegen? Mal davon abgesehen, dass wir damit gegen einige unserer Regeln verstoßen. Also, man hat einen Laden und man stellt vor dem Laden Deko aus. Dann ist das doch gestattet, oder? Ich habe sowas gegen Bürgermeister, Alter. Das merkt man, glaube ich. Auch im Real Life bei uns. Ich mag den Bürgermeister nicht. Kann ich mal so ein bisschen spoilern. Unseren Bürgermeister mag ich auch nicht. Hier im Dorf. Ja. Ja. Gut. Wenn du das sagst, Herr Bürgermeister. Nun ja, dann bringe ich die Vogelscheuchen weg und du kannst dich darauf verlassen, dass es hier morgen keine mehr geben wird. Danke, ich weiß das zu schätzen. Vielleicht könnten wir ein anderes Mal über die restlichen Verstöße sprechen. Oh Gott. Alter. Oh Gott, es triggert mich. Ja, ach, der arme Sam, mit Vergnügen, nenn mir nur einen Tag. Bitte entschuldige mich, ich muss mich um Vogelscheuchen kümmern. Ein Mann, der zu seinem Wort steht. Das ist eine gute Eigenschaft, Sam. Ja, Sam ist ein guter. Ah ja, daher kommt der Bürgermeister. Hass, ja. Ja, kann sein, dass der da auch herkommt. Also das mit dem Vogelschlag hat mir ja gefallen.
12.000, echt? Ja, okay. Dauert noch ein bisschen. Gut, ich wollte aber eigentlich gar nicht hierher. Ich wollte doch... Ah, die Schmiede habe ich ja schon. Brauche ich ja nicht mehr. Was? Sorry? Was mache ich jetzt mit dem ganzen... Da kommt Wasser raus? Untersuchen? Du fragst dich, wieso nicht mehr Wasser überschwappt? Das ist seltsam, dass da Wasser ausläuft. Okay. Weiter so? Ich habe ein bisschen Geld noch. Kokosnuss. Autsch, auf den Kopf. Oh, ist Kokosnüsse ernten. So, hier ist noch ein bisschen Saat. Kokosnuss, gib Kokosnuss. Einmal dagegen treten. So gehört sich's. Hier auch. Hier auch. Schöne Blume. Also ehrlich gesagt, mich triggert das die ganze Zeit so ein bisschen, die Musik. Ich denke da immer jetzt gerade an Ariel. Das fällt mir erst jetzt auf, nach wie vielen Stunden spiele ich das Spiel schon? Kann ich aus den Kokosnüssen irgendwas anderes machen? Marmelade? Wahrscheinlich. Die Muschel? Was ist das denn? Flammen-Jakobsmuschel. Okay, sieht wild aus. Ist ein schöner Schmetterling. Hier sonst noch irgendwas? Hier, Kokosnuss. Da ist eine Libelle. Die gehört mir. Von hinten anschleichen. Nein, ah, ich hab sie. Ja, Libelle. Die war jetzt aber eigentlich sehr weit weg. Ich dachte jetzt nicht, dass ich die noch kriege. Okay. Hier noch Kokosnüsse. Ja. Also... An Kokosnüssen mangelt es mir jetzt nicht mehr. Hier haben wir ja noch nicht alles angeschaut. Friseurladen, gehe ich mal rein. Und am Montag, Samstag geschlossen. Okay. Gut. Was ist hier drin? Klinik. Ah, hä? Ah, oh, das ist Tierklinik. Sieht ja süß aus. Aber jetzt mal... Das wird schon die Tierklinik sein, oder? Gehe ich davon aus. Aber... einer Katze ist es, glaube ich, vollkommen egal, wie es aussieht. Aber jetzt so eine. Das sieht eher aus wie für Kinder. Naja.
Kokosnüsse verkaufen. Einfach verkaufen. Bringt Geld. Okay. Ah ja, Kleidung. Mm. Ah ja, das hier. Ah, das wäre so schön. Easy Deasy? Okay. Und das? Ja. Kann man machen. Schuhe. Gott, sind die teuer. Ah, nee. Nee. Will ich. Also das könnte fast ich sein. Nur ich habe immer eine Kappe auf. Ich habe auch immer so eine Tasche. Kommt dann später noch mehr Kleidung? Weil das ist ein bisschen wenig. Kaufen? Das gefällt mir. Also im Sommer ist das okay. So easy deasy. Mega. Und jetzt barfuß unterwegs. Na, Kumpel? Ja. Jetzt habe ich genug Blödsinn, glaube ich, gemacht, die ganze Zeit. Ab nach Hause. Okay. So, jetzt mal hier reinschauen. Schön. F. Was Korallen stellen heilen, okay. Den Erbriesen. Erdriesen, ja. Abgeschlossen. Warte auf Pik. Das ist doch schon, oder? Okay. Baumpflanzfestival, okay. Da war ich nicht dabei. Binde einen Blumenstrauß. Wie mache ich das hier? Fehlt mir noch eine Blume? Ah, das suchen wir gerade. Holen wir uns irgendwo eine Blume? Blume. Da, Blume. Okay. Eine Blume, das ist eine Heuschrecke. Hier oben ist ja meistens... Was bist du? Auf leisen Sohlen. Okay, der
sieht schön aus. Hier ist noch geschlossen. Okay. Haben wir sonst noch hier irgendwo Blumen? Da. Kokosnuss nehme ich auch mit. Hier ist nichts. Da ist so ein teurer Käfer. Den nehme ich auf jeden Fall. Der ist auch teuer. Nehme ich. Die sind ja nicht schwer zu fangen. Zwinker, zwinker. Okay. Aber wen gebe ich dann den schönen Blumenstrauß, wenn ich den gebunden habe? Und wieso klingen meine Füße so, als hätte ich Schuhe an? Naja. Ja. Blumenstrauß, wo bist du? Hier. Ich habe keinen Platz. Okay, erste Kiste sind Rohstoffe. Hier. Hier kommt das Zeug alles rein. Habe ich sonst noch irgendwas? Das hier? So, Blumenstrauß. Schön. Abgeschlossen. Schenke es jemanden. Okay. Kann ich Blumensträuße jedem einfach so geben? Mag wahrscheinlich jeder. Aber wen finde ich jetzt um diese späte Zeit noch? Hier meine Nachbarn. Nein. Hier ist nichts. Einmal gegen den Baum treten. Dann wird schon irgendwas kommen. Ist jetzt jemand noch irgendwo unterwegs? Hier vielleicht Dorfplatz. Kann ich das heute noch abschließen? Fragen über Fragen. Hier? Ah, auch abgeschlossen. Hier hat halt keiner mehr offen. Das ist wieder so ein schöner Käfer. Okay. Blumen nehme ich, das auch. Da ist wieder so ein... Nee. Ich habe das Glühwürmchen einfach so mitgenommen, okay? Hätte ich nicht erwartet, hat aber funktioniert. So, teleportieren geht schneller. Habe ich hier irgendwas? Was ich vielleicht... Nein. Ab ins Bettchen, würde ich sagen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Kokosnüsse verkaufen und let's go. Ab in die Haier. Kurz schauen, wie wird's morgen? Oh, Sturm.
hier mal kurz, geh zu Bett und richtig viel Geld. Oh, 1000 Kokosnüsse. Okay, die bringen Geld. Die bringen richtig Geld. Okay. Aber Leute, das war's auch wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst Like und Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hab euch lieb. Ciao, ciao.